Ostern. Was machen wir? Was machen wir? Nachtangeln an der Wieser. Der geilste Verein der Welt. Den geilsten Fluss der Welt. Wir haben heute gut eingesetzt, habe ich gehört. Ja, wir haben uns in der Weser 300 Kilo Aal besetzen lassen. Mischbesatz mit Gold- und Regenbogenforellen. Mal gucken, was heute ans Band geht. Wir halten euch auf den Laufenden, liebe Angelfieber, Freunde. Und? Willst du noch was sagen? Wir halten euch auf dem Laufenden. Oh, Pascal hat einen Biss. Nein. Nee, bei Aal merkst du das manchmal nicht. Na, schade. Egal, immerhin schon mal ein Anfasser. Pascal hat einen dran. Ja. Halt mal Video. Ich hole Kescher. Was für eine Brasse, Alter. Ja, Bruder. Ja, richtiger Klodeckel. Ist immerhin eine gute Eröffnung. Egal, Digga, der will die Russin auch haben. Ich habe auch anderen Route, bist du, da beeil dich mal. Ja. Doch, Digga. Schnell, Digga. Hey. So, da haben wir was dran. Einen fetten Aal, wie es aussieht. Boah, ich muss hier echt vorsichtig runter. Weiter links, weiter links. Da, oh, der sieht doch gut aus. Boah, der versucht abzuhauen. Warte, ich kann nicht, Bruder, der ist die. Alles gut. Jo. Wollen wir mal sehen, mit was ich angel? Einmal ein Anti-Tangle-Boom, 80 Gramm Blei, Wirbel, Haken, einfachste, was es gibt. Und das fängt die Aale. Wir haben schon einen gefangen, können wir euch gleich mal zeigen. Aber meine Glocke ist schief rum. Ich habe mal eine Frage, was hast du da gesprayt? Richtig stinke Zeug. Amino Aal Spray von Top Secret. Das, also wenn man Libra schon nicht macht, dann hasst man das nicht. Also glaube ich auch. Fall. Und das piept da schon wieder. Meiner piept, aber... Was nehmen wir zum Aalangeln? Einfach eine schwere Grundrute. 120 Gramm habe ich jetzt hier. 2000er Rolle. Und dann in der Tageszeit einfach in die Mitte donnern, weil am Ufer, wie im Flachwasser, haben wir zu viele Hänger. Und hat ja schon geklappt. Halbe Stunde hier, einen richtig kapitalen Brasten und einen schönen 60er Aal, schätze ich mal so. Macht auf jeden Fall Spaß, so kann das weitergehen. So, wie man weiß, wir kriegen ein bisschen Zeit. Ich zoome mal an die Spitze. Wobei. Oh, hängt was. Hängt was? Jawohl. So. Aha, meiner piept auch. Das ging aber schnell. Wieder 10 Minuten drin in die Route. Wo ist der Kescher? Und ich ob's ab. Echt? Ja. Scheiße, ist nichts mehr dran? Nee. Oh, schade. Mal, aha, meiner piept aber. Aber der Wurm ist ab. Gehen wir mal zu deiner Route. Juhu. Ich schwör's dir, Digga. Menschen mit Migrationshintergrund sind das. Man sieht nichts mehr, ne? So, halt mal. Oha. Da ist was dran. Guck mal, was ist das? Hängt? Ja. Geil. Oder hier Steinpompon, pass auf. Boah, der will voll abhauen.
Das ist der zweite Aal. Jawohl! Schönes Ding, Alter. Direkt nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, dass er nicht in die Steine reingeht. Hier dein Handy. Warte, warte, warte. Ich mach. Jawohl! Auch so. Boah, schön, der ist auch heftig. Geil. Nummer 2. Petri, Ostern. Petri, Dank. Richtig schöne Aal, Alter. Geil. Da freut sich der Ostern. Petri. Petri, Dank. Ali! Oh nein, halt mal fest, bevor der abfällt. Kannst du mir Kescher geben? Was soll ich noch machen? Mach alles, Video, Kescher! Was holt der Ostern da aus dem, aus der Steinpackung? Ich hab auch Biss, Bruder. Ciąg na szyna wyjeżdżył, żyłkę? Kubel, kubel, dryt! To czekajże. Dawaj, ciebie, ciebie! To mów, że mam żyłkę napierdalać. Hadi, dawaj! Chodź, 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 chodź. To si sam wyjścia, nie wiem, żebym cię wciągał na górę. Dawaj. Perfekt, stop, stop, stop. Sorry. Perfekt. Take some stop. Perfekt. Jawohl. Nächster? Ja, ja. Ey, mit dem muss ich voll capt, der hat sich richtig in die Steine verbunden. Der ist richtig groß. Ja, der hat sich fest gedreht durch, Digga. Ja, der hat's fertig. Ja, heute fliegst du auf Rade. Meinst du? So, liebe Angelfieberfreunde, ich stehe hier bei uns im Gröpeling vor den Angelladen. Der hat leider seit 10 Minuten zu, aber ich habe den Besitzer noch drinnen erwischt und ich kriege trotzdem meine Taubwürmer und Maden. Nochmal Glück gehabt. An die Snaps muss ich gucken, wie ich nochmal rankomme, aber Köder habe ich ja schon mal, das ist schon mal gut. So, liebe Angelfieberfreunde, wir sind wieder an der Weser, aber wir haben uns gedacht, wir machen heute mal ein Challenge. Ich gegen Pascal, aber halt, was heißt Challenge? Wir wollen mal gucken, ob man jetzt mit einer offenen Bremse oder mit einer geschlossenen Bremse die Bisse besser verwerten kann. So, Pascal wird den Part übernehmen. Geschlossene Bremse, Aalglocke. Ich nehme den Part halt mit Bissanzeiger und offene. Mal gucken, welche Bisse wir besser verwerten können. So sieht das aus. Aber es ist echt mega warm heute. Bestimmt 30 Grad oder sowas. Mal gucken, ob wir überhaupt Aal überreden können. Wir sind jetzt 10 Minuten hier, wir haben noch keinen Biss gehabt innerhalb von 10 Minuten. Das kenne ich normalerweise. Ja, von diesem Spot ist eigentlich was anderes gewöhnt. Wir schauen mal, was geht. Wir halten dich auf den Laufenden. Genau, bis später. So, hoher Besuch ist auch da. Und das ist das Schlimmste immer, wenn man irgendwo hängen bleibt. Die Steine wegen Flut und Ebbe sind immer so richtig rutschig. Und Pilger im Mund. Hier geht schon. Der Aalmensch. Sind wieder was? Ja, sieht man das. Er muss schon. 45 hat der, oder? Einer groß. Ja, hat er. Petri. Danke. So, Mehdi war hier, hat uns Glück gebracht, dadurch haben wir ein paar Aale ziehen können. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst heute. Ja, war auch nice. Ja. Ich habe das ja sonst nie so irgendwie mal öffentlich quasi. Ja,
Wir sind ja auch neu bei den Gewässern jetzt. Bei den. Irgendwann habe ich auch einen Angelschein, dann geht das auch. Ja, kriegen wir alles hin. So, einen haben wir gefangen. Haken ist leider abgegangen. Jetzt zeige ich mal, wie ich meinen Wurm aufziehe. Das haben wir hier, ein schöner dicker Tauwurm. Den nehme ich nicht am Kopfende, sondern am anderen Ende. Oh, warte. So, nochmal. Hier, kurz vorm Ende einmal rein. Wieder raus. Noch zweimal zum Befestigen. Dann kneipe ich den in der Mitte ab und mache das gleiche mit dem dicken Kopfende. So, so, so. Und Hakenspitze immer frei lassen. Jetzt habe ich hier zwei schöne Stücke, die sich bewegen und natürlich richtig Duft rausgeben. Aber das reicht mir nicht. Und deswegen habe ich so ein Aalspray gekauft. Stinkt wie die Hölle, habt ihr schon mal gesehen. So. Und dann zwei, drei Sprühe rauf. Sorry. Und wieder rausfeuern damit. Und nicht einfach wahllos irgendwo hinfeuern, sondern wenn man das Gewässer beobachtet, sieht man immer so kleine Fährkanten, wo das Wasser sich kräuselt. Und da versuche ich immer hinzuschmeißen, weil da sind die Hotspots für die Aale. Ganz schon lange gefahren? Drei Stück. Nix gefangen.